Hey, hallo, guten Morgen, Juna. Hallo Juna. Ja, das ist dein persönliches Video von mir an dich. Ich möchte mich nochmal bedanken für diese zwei wundervollen Fotomontagen, Collagen, keine Ahnung, wie man das nennt. Wir haben gerade eine Nachricht bekommen, oder ich vielmehr auf Facebook von einem Freund. Also bei Facebook hast du das ja Ja, ich habe gepostet. das Ich weiß nicht, wer von weitergepostet. euch unter Facebook verfolgt, aber wir posten eure Beiträge, die wir toll finden. Und jedenfalls hat der Mann sich gemeldet und sagt: Hey, Steffen, ich arbeite selber mit Photoshop zuweilen. Und die Person hat sich richtig Mühe gegeben. Und für diese Mühe und Hingabe, Juna, ich weiß nicht, wie lange sowas dauert. Aber du hast mir Hingabe geschenkt. Und das ist was Wundervolles. Und dafür möchte ich dich einladen. Und das kommt in erster Linie von hier. Das ist eine Herzeinladung. Und du fühlst das ja. Du bist doch eine Frau. Muss man dir doch nicht sagen, wie fühlen geht. Dass die meisten Männer das nicht checken, ist eh klar. Aber als Frau? Ja, und wir sind offen, falls mal alles zu viel wird, wirkliche Lebensfragen aufklaffen, keine Ahnung, Burnout, keine Ahnung, egal was passiert. Wir sind da und offen. Und dein Herz, dein offenes Herz, und ich kenne die Sehnsüchte des Herzens, da sind wir nicht verschieden. Und das ist dieser menschliche Ankerpunkt, der uns alle verbindet. Ja, und eben auf dieser Ebene können wir uns begegnen. Und in diesem beschützten Raum darfst du du sein, Das ist mal ein Angebot. ohne beurteilt zu werden, ohne verurteilt zu werden, ohne gehatet zu werden, sondern einfach nur klar und offen geliebt zu werden. Dich mit Menschen zu umgeben, die deinem Herzen nur das Beste wollen, die deinem Herzen garantieren, dass wir uns sofort melden, wenn dein Ego dir mal wieder Probleme macht. Weil mein größtes Problem war immer mein eigenes Ego, meine eigene Unzulänglichkeit. Mein eigener Hirnfick, an dem ich gelitten habe. Wie gehabt da ist, also gerade auch dieses Bild im Garten, wo ich dieses Blatt, also mit meinem. Mit den langen, glatten, braunen Ja, Haaren, ey, Pony. Das sieht so wunderschön! schön aus. Voll Also schön! als Mann würde ich mich in dich verlieben, du als Frau. Jetzt habe ich dich wieder auf dein Äußeres reduziert. Und eben, wir wissen ja nicht, wer du bist. Du hast so ein Katzenprofil. Und das ganz egal, was sich dahinter verbirgt. Wir uns ja jetzt schon lieben. Was ja in deinem Foto ersichtlich ist. Ey, da steckt so viel Liebe drin. Und ich muss schon zugeben, es ist schon ein richtig geiles Angebot, auf einen Mann zugreifen zu können, bei dem du die totale Kontrolle über die Erektion hast. Also wo du meine Schwanzherrin bist.
Und dieses Gefühl der Macht, unbeschreiblich. Und du hast gerade drei Frauen zur Seite. Drei Schwestern. Drei Schwestern. Genau, die dir das bestätigen. Also liebe Juna, das kann ich dir sagen, weil ich bin ja jetzt schon die letzten 4 Jahre hier, seit den letzten 4 Jahren. Und dieser Mann hier, also all, was er gelernt hat, was ich bestätigen kann, ist lieben. Der liebt dich und der macht, was er sagt. Und gewiss hast du schon einige Erfahrungen mit anderen Menschen, auch Männern gemacht, die nicht das gemacht haben, was die gesagt haben. Und hier passiert das, habe ich selbst erfahren. Und wenn das zusammenkommt, also dieser Herzaspekt, den du ja hier schon wahrnimmst und fühlst, und dieser Sexaspekt und diese Sehnsucht ist auch in dir. Du wirst doch keine trockene Nonne sein. Glaube ich nicht. Und hier kann das zusammenkommen. Und es wird das Feuerwerk deines Lebens. Und ab da muss man Entscheidungen treffen. Wie soll das Leben weitergehen? Ja. Danke für deine Hingabe, danke für deinen Enthusiasmus, für deine Motivation und alles Liebe dir. Ciao, Juna. Tschüss. Tschüss, Juna. Bis bald vielleicht.